So, hallo meine Freunde, willkommen zurück bei Atlas. Letzten Part, bin ich drauf gekommen, da ist ein fettes Loch, ihr seht es vor mir. Und ich habe das Problem mit der Lumen und mit dem Ding gehabt, wo tust du das hin? Dann ist mir eingefallen, wie ich meine kompakte Speed Scout irgendwas gebaut habt einmal. Da kann man ja nach unten bauen. Ich werde das jetzt mal versuchen. Wenn ich das jetzt offen lasse, ja? Genau. Und das jetzt so mache, ja? Kann ich dann waagerecht rüber da? Wie? Ja, natürlich echt geil, wenn das gehen wird. Aber es snappt da unten gerade nicht. Das ist die Frage. Geht's nicht oder will's nicht? Wenn ich jetzt runterhupfe, komme ich dann immer rauf, ne? Klar. Machen wir mal so. Gut, was anderes? Ah! Relief-Ship wäre jetzt ein bisschen bitter gewesen. Ah, oh, da war's, das war kurz da unten. Jawohl, das geht. Dann testen wir mal, wie gut. Das ist nämlich eigentlich ja geil. Toll, wenn ich jetzt da runter. So. Und da gehört wieder eine Wand hin dann. Eigentlich. Fünf. So, jetzt wäre die Frage, kann ich da herunter überhaupt irgendwas aufplatzieren oder geht das sowieso? Weiß eigentlich nicht, wie weit das Segelding da im Weg ist. Aber... ja, mag ich wissen. Ja, das geht. Dann mache ich das den Platz dazu. Wenn ich genug mit habe. Nein, falsch. Da. So, ich habe aber gleich noch Mats mit. Ja. In weißer Voraussicht. Das ist doch urgeil. Bis jetzt haben sie sich immer deppert gespielt. Da unten der Platz ist eh komplett und total verschwendet. Eigentlich. So. Jetzt wird die Frage, kriege ich das jetzt mit Schrägen dann hin? Na, so. Genau, das sehe ich schon. Kann ich da drüben jetzt auch eine hin machen? Und die Loom geht da noch hin. Dann habe ich gewonnen. Ja! Geht noch. So cool, dass das funktioniert. So noch. Nicht das in die Wand stellen. Jetzt mache ich zuerst das fertig. Ich meine, das ist doch irgendwie sauerlaut, dass das geht, oder? Fuck. Fick dich. Das sage ich nur deswegen so böse, weil er das immer wieder macht. Eine richtige, die zweite haut er falsch hin. So. Es ist wurscht, wo ich hingehe, der macht das immer verkehrt. Vor allem, wenn ich eine daneben sind, dann könnte das ja überreißen, was ich vorhabe, oder? So. Könnte ich jetzt noch ein paar brauchen.
gewichtstechnisch erhöht es natürlich ein bisschen, aber die Galon kann so viel tragen, also. So, war was fährt. Doch etwas überlegt, wie machst du das, aber dann doch zu einer guten Lösung kommen. Erb, das passt. So geil. Jetzt ist die Frage, was ist größer, Forge oder Loom? Ich glaube die Loom. Wieso geht denn das? Kann ich das nicht? Sah nicht besser aus. Die Forge ist nur scheißbreit. Gut. Könnte ich es wirklich so herstellen auch. Weil es wurscht ist. Andererseits schaut es so besser aus. Mir ist die Kamera da gerade etwas zu weit da hinbei, muss ich ehrlich sagen. Steht gut. Man kann sowieso. Ist das erledigt? Gut. Loom. Will ich aber auch umdrehen, weil es einfach cooler ausschaut. Bitte. Und wenn jetzt da noch irgendwo so ein lustiger Kasten. Ja, weiter. Geht's besser. Na, geht das besser? Das ist eine Neubaute von mir. Das habe ich noch nie gemacht und das schaut aber total labernd aus. Ich finde das super. Braucht keine Decken einreißen, alles steht. Dann machen wir. Gehen wir nochmal runter. Daneben gleich die anderen Sachen hin, weil wenn dann schon alles auf dem Fleck. Haben wir ja jetzt da. Nicht pfeifen. Warum pfeifst du? So, dann haben wir den Ding da. Eines Misi dahin. 6 haben wir daher. Ne, fangen wir mit einem Kasten an. Ne, warte mal, die sind eigentlich eh für den Arsch. Haben wir daher. Ich weiß, wo ich die Kanonenkugeln werden daher kommen. Ich stelle mal da einen Kasten her, einfach so. Wobei ich könnte das auch an die Wand abklatschen. Ich klatsche an die Wand. So, vielleicht ein paar Meter zum Gehen immer, aber. Aber ich hau mir jetzt nicht die Optik zusammen von dem Ganzen da. So, dann machen wir Kochen auf der anderen Seite. Hier. Die braucht dann eh Säcke und kein anderes. Da vor der Planke. So. Aber jetzt haben wir noch. Das zweite Kochen, was wahrscheinlich voll für ein Arsch ist, aber okay. Ich hab, das war mir ja bewusst, ich habe es ja trotzdem genommen. So. Und fehlt ein Kasten, kann ich jetzt wahrscheinlich nicht. Oh ja. Bitte, das spielt mir gerade ein bisschen. Das geht schon fast zu gut gerade. Irgendwas hat es ja da. Das Spiel will irgendwas von mir, glaube ich. Den brauche ich nur diese anderen Dinger. Gut, dann haben wir da eine Box hin. Box. Da. Eins, zwei. Falsch. Aha. Pickabamo. Gut. Eins, zwei, drei, vier. 5 Segel 3 6 1 2 3 4 5
Das Sechste geht wahrscheinlich nicht. Sechs. Ja, passt. 1, 2, dann kommt die Armor-Box. Darf nicht der Hersteller kann. Zwischen 2 und 3 und von vorne auch. Schauen wir mal. 2 Moment dazwischen. Nächste Armor-Box hier. Ich will ja nicht so ranpatzen da gerade. Das gefällt mir dann wieder nicht die halbe Zeit. Mich würde nur interessieren, ob ich es überhaupt auf ein Schiff bauen kann. Naja, finde ich noch was. Sieht gut aus. So. Crafting. Ding. Was habe ich noch mit? Kasten Water Pestle. Water Pestle würde ich eher für in die Nähe von. Ehrlich gesagt würde ich eins da herstellen. Der eine ist neben die Resource Box, weil ich habe da schon oft die verwendet, die Resource Box dann die ganze Zeit Sachen craft, während ich da eigentlich im Kampf halbe. Sag hier mal. Von der Asymmetrie her gefällt mir das nicht. Besser. So. Eigentlich haben wir alles Mögliche jetzt da. Kann ich mich da jetzt selber reinlangen? Aktivieren. Oh. Reset Blade. Sit in Guillotine. Kann ich die irgendwie. Ah, auf E. Kann ich mich nicht. Warum kann ich mich nicht selber platt machen? Nö, nee, kann ich nicht. Tessi. Gut, mir ist noch ein Kasten über, der ist mir eigentlich jetzt ziemlich wurscht. Brauchen wir eh nicht wirklich. Voilà. Weit rumgeschwirrt da. Wenn wir den irgendwo da unten hinstellen, wo er halt nicht stört. Gut. Alles Crafting ist oben. Die Betten sind vorhanden. Es fehlen jetzt eigentlich nur diese 4 Kanonen, die sich nicht platzieren lassen. Aus welchen Gründen auch immer die Large Cannons da nicht hinwollen. Ich werde es nochmal. Damit gebe ich mich noch nicht zufrieden. Das Fass! Mein Sessel! 9. Ui. Lassen offen, das habe ich nämlich immer mit. Ja, und das einmal, das sitzt mal sicher gut. So, da irgendwo. Da. So. Doch einige Zeit in Anspruch genommen, aber schaut gut aus. Jetzt checkt man nochmal kurz ab, wieso das da oben nicht gegangen ist. Mit der Steuerrad. Was auch nach wie vor nicht geht. Ah, tot. Probier jetzt aber nochmal. Jetzt ist es nehmen. Deine Reling da herstellen, da. Ist jetzt noch? Ja. Und auf der Seite.
Damit lebe ich dann eigentlich auch recht gut, wenn das geht. Jawohl, tut, geht, macht. Dann fehlen mir jetzt nur noch Cannons nach hinten. Die habe ich jetzt nämlich ganz vergessen. Lass mal die auch. Ich sehe schon. Die Ausfahrt wird heute auch wieder nichts. So eine Scheiße, wirklich. Dacht man gerade gar nicht. Schön schauen, die haben ja auch jetzt mehr Platz da drin. Das ist ja sowieso mal die geilste Veränderung gewesen, die sie gemacht haben. Flint und Kohle. Ich habe irgendwo Kohle daher zart. Wo habe ich die Kohle? Sonst gibt es ja keine. Ich denke, da ist keine drin, gell? Ich dann auch aus. Ja, danke. Ich am Schildkröten platt machst. Ein bisschen Tragkraft braucht halt eine Galone auch, wenn die mal beschädigt ist, schwer. Der repariert mehr als ein bisschen was. Bis das im Endeffekt, hoppla. Bis das im Endeffekt repariert ist, da muss halt ein bisschen was rein. Hat der doch Kohle? Ah, 3000 Kohle. Wie gewusst, dass er den Sinn gehabt, dass ich diese komischen Sulfur mitnehme. Oh toll, es ist Kroko da. Crocodile Dundee. Yay. Manchmal muss ich mich einwischen, weil diese komische Pferdi kann nichts dafür. Problem ist, ich habe mit dem Tal keine Pfeile mehr. Und die kann eigentlich dann Tal. Was jetzt etwas blöd ist, dann aber. Gut. Seite da. Flint haben wir eigentlich immer viel gehabt. Ist aber gar nicht so ultra viel. Das ist viel. Sehe ich auch nur die Stacks. Was? Ihr seht, ja. Das wird sich jetzt etwas zahlen. Aber bitte, mach mal. Was brauche ich denn für die Cannon Balls überhaupt? Structures, Cannons, falsch. Na, nicht deppert. Da kann ich ja. Oh, den kann ich sogar. Primitiv, wie nett. Nope. Gunpowder. 14 Gunpowder. Für. Ah, nur zwei Kugeln, was kommt da raus? Meistens zwei, gell? Na gut, und der?
12, gut, das ist eigentlich nicht viel dumm. Aber doch einiges an Metal. Das heißt, Metal farmen wäre vielleicht mal keine schlechte Idee. Ja. Weißt du, was mir noch fehlt, zum Beispiel, was ich ständig vergesse? Erstens mal will ich ein zweites Diving Attachment haben. Und das jetzt brauche ich diese Fridge Säcke da. Selbst. Aber als Erfahrung reichen die zwei. Leider. 42. Seven. Und es wäre echt interessant, was brauche ich für schwarze Farbe? Und was zum Henker mal mit Seife? Browns, ja, das sind nur Berries. Sind da irgendwelche Berries? Ne, das sind nur die Berries. Und Wasser. Das Ding kann man ja irrigaten jetzt. Not irrigated, aber Wasser drin? Achso. Nö. Ah, die Säcke waren da drin. Was kann man das nicht so wie irrigate? Mal hinkriegen, oder? Zählt das als irrigated? Nö. Boah, wie irrigated man das. Da muss man ja irgendwo ein Ding rankriegen in Rohr, oder? Indoor Water Pipe. Must be connected to a pipe with water. Ja, lass mich eine Pipe with water machen, du Sack. Ja, das ist das Letzte, was gegangen ist. Weiter geht's nicht, das habe ich eh, das hab ich schon gemerkt, aber das hat nicht. Es war wirklich genau ein Zufall, dass ich das bis daher überhaupt noch ausgegangen bin. Du Arschloch, du Unnötiges! Weiß ich wieder, was ich gehasst habe an dem Born mit dem Scheiß. Mal anschauen, irgendwie ist das egal, irgendwie kann man die irrigaten. Nur wie? Irgendwie snappt, das ist, dieses Rohr snappt nicht. Snappt nämlich genau überhaupt nicht an dem Ding. Ich hasse das aber, wenn das hässlich ist. Ihr wisst, was ich aufgeführt habe beim Garten. Irrigated Rohre kann man anscheinend. Was da hinhaut? Das ist eine Indoor Water Pipe. Okay, das ist abstrakt. Wie könnte ich das jetzt machen? Den Ofen dazu bestellen eventuell. Ich glaube, das muss ich mal austesten draußen.
Also, was machen meine Leitern? So viel wollte ich eigentlich. Ich meine, ich habe es eingeschaltet und mir gedacht, drehst du wieder ab und dann bin ich weggerannt. Mein Fehler. Wobei ich gern eins will. Mal drauf. Bauen wir unser Schiffchen fertig und dann sind wir abfahrbereit. Dann kommt die Crew noch ran und dann los geht's. Dann können wir endlich was abknallen. Schauen wir mal hier. So. Das würde mich interessieren, was diese Waterpipe da macht. Kann ich da überhaupt irgendwas jetzt tun damit? Indoor Waterpipe macht nichts. Normale Waterpipe. Ja, ja. Hier ist was. Salz brauche ich dann noch dafür. Die Leitern habe ich mit. Irgendwas greift, irgendwo greift eine Schlange an. Das soll ich schon, so weit habe ich es mitgekriegt. Ah, wo? Mal. 6. Irgendwas mit uns essen lassen möchte. Fürs Downclimb irgendwie Arsch, wann das jetzt climb ich ja eh nie down. Nervt mich die Musik gerade, wo ist denn das blöde Teil? Vor allem gegen was will das kämpfen, das Ding? Gegen mich. Ist aber irgendwie gerade unten da einbaut. Und gucken wir mal, was die Gunpowder macht. Und dann gehen wir hoffentlich wirklich bald einmal auf Tour mit dem Teil. Wir brauchen sowieso einiges an. Einiges an. Feuerkraft. Ah! Um gegen das auf die Quests zu machen. Oder zumindest mal einiges an Rumpfern brauchen wir auch. Wir müssen ja im Endeffekt. Das Ding ein bisschen leveln. Wäre halt praktisch, sag ich mal. Flint haben wir wieder, wie gesagt, genug. Für 1000 Kugeln ungefähr. 24, was ich herstellen kann. Wie viel kriege ich jetzt raus, wenn ich eine mache? 2. Also 48 Kugeln. Metal. Ja, dann craften wir alle da. Metal. Ja. Das ist auch wieder ein Sextanten und alles herstellen. Hui!
Eieiei. Aber noch einiges zu tun. Kleinigkeiten, aber wie gesagt, die fressen halt doch einiges an Zeit. Da gehen 10 raus. Das ist Metal aus, ne? Haha. Rein da. Ich würde mal so sagen, so 500 bis 500 Kugeln müssten mal reichen. Nach Adam Riese mit 26 Kanonen auf einer Seite ist ein Schuss, wenn ich es nicht gruppiere, 26 Kugeln, 10 Schüsse, 260, 500 wären 20 Schüsse auf jeder Seite. Ich denke mal, dass das dann in einem Effekt irgendwie so 500 sollte man gehen, 1000 wären besser. Ein paar nach. Dann wird es Gunpowder ausgehen. Warum verhungerst du ständig oder verdurstest? Bin ich gespannt. Oh, ich wollte noch so ein Ding haben. Ein zweites Diving Attachment, gell? Oh. So ein Flint hat das nicht. Es geht auch so eigentlich. Also wirklich nur das Gunpowder craften ist halt doch sehr zart. Nichts. Jedes Mal muss ich denken, man kann schon fahren, bald kommen halt noch so kleine. Wie? Eventuell Kanonenkugeln für die Kugeln, für die Kanonen. Ich habe aber, glaube ich, mehr noch mehr. Ach, ich weiß gar nicht, wovon ich jetzt mehr habe. Deppert ist nicht schwer. Die Hintragen wird noch was werden. Dafür sollte das Ding ja auch voll reinhauen mit dir. Komm, da bin ich jetzt erstmal noch rein. So. Gut. So viel dazu. Ihr habt es im Endeffekt gesehen. Es geht dem Ende zu mit Bauen. Leider ist in dem Part wieder nichts mit der Ausfahrt jetzt geworden. Aber im nächsten Part kommt die Ausfahrt. Ich werde alles, bevor ich das nächste Video mache, fertig machen, dass man wirklich mit der Crew, am besten mit Beo, da soll man aber Harpunen machen, die will ich auch auf dem Schiff haben. Kanonen noch fehlen. Ich craft noch die paar Kanonen, stelle die oben rauf und dann erledigt. Dann soll sich das alles erledigt haben und Vollgas.
Vorne brauche ich, glaube ich, nur kleine Kugeln, ehrlich gesagt. Da hinten kleine und. Sehen wir hier gleich. Können die alle nachladen. Die erste große. Mal auf da. Unloaded. Kann laden. Letzte große. Kann laden. Laden wir es gleich durch. Nein, ich schieße da jetzt nicht. Wenn die jetzt mit der kleinen schon laden könnte, mit der anderen Kugel, dann wäre das natürlich absolut leibend. Ja, geht. Gut. Vorne kleine Kugeln, hinten große Kugeln. Reicht. Anscheinend. Die vorne sind eh nur kleine Kanonen. Die großen da können alle. Können alle laden. Wenn die alle laden können, müssen es die da oben genauso können. Die kleine, da macht man vielleicht ein bisschen Sorgen. Schauen wir mal. Nö. Oh. Es können wirklich alle durchladen. Wenn nicht, muss ich das mit der mit Ammo-Type anders machen. Aber es funktioniert. Alle laden. Das sind die hintersten eigentlich schon. Ja, nicht mittlerweile. Ja, und warum die da nicht hingehen, das überlege ich mir dann, wenn. Keine Ahnung. Und ich komme da halt auch kleine hin, aber dann brauche ich hinten erst wieder andere Kanonenkugeln. Also das ist bittere Sache irgendwie. Wenn das nicht geht, dann muss ich ja, naja, muss ich die Kugeln halt aufteilen. Naja. Die Welt wird nicht untergehen, deswegen. Na? Die Leitern lasse ich im Inventar dabei, weil fehlen da noch ein paar. Oder? Man da. Ich leg's ab. Wenn ich hier schon da. Oh, hallo. Ring Attachment, Hammer. Ah, ich glaube, das wird bei der Rundfahrt, bei der Abschlussfahrt dann zusammengesammelt, ein bisschen Mats etc. Weil man kann natürlich alles vorbereiten, das habe ich bei der letzten gemacht, bei der Mobile Base habe ich das gemacht. Aber jetzt ist irgendwie doch dann schon. Das sag ich so, ja, also. Alles jetzt gleich machen. Gut. 6. Bleib. So, wir haben Segel, wir haben Kanonen, wir haben ein paar Kugeln. Da fehlen noch ein paar. Es fehlen jetzt 4 Kanonen, die Kugeln. Nach einem am besten wie viel. Und dann geht's los. Was mache ich noch alles? Und dann geht's im nächsten Part weiter. Bevor ich da jetzt mit. Dauercrafting irgendwie langweil oder so. Das will ja natürlich auch niemand. So. Rein. Zack, zack, zack. Tschüss. Falsch. Weapons. Ammo. Und aber. Das sind 160 Kugeln wieder. Die Frage, was steht da dann an? 10. Das Gunpowder geht dann wirklich schnell runter. Nach 100 würden sich jetzt noch ausgehen.
Dreht er das immer so hin, dass das Matzhaus als erstes ausgeht oben ist? Weil eigentlich steht das Flint nochmal oben. Das craftet er gerade und er dreht immer das Metal nach oben. Komische Sache. Wird aber irgendeinen Sinn haben, vermute ich jetzt mal. Ich steck mal vielleicht wirklich das, weil es geht wirklich, wie gesagt, das Metal. Gut. Und mit 2000 Metal nachladen. Mammon Labor. Good job. Forgot. Problem. Gunpowder. Tritt wieder in Kraft. Flint. Wenn das Sulfur aus ist, ist es sowieso Arsch. Was wollte ich gerade machen? Ah ja. Das Sulfur nämlich aus ist, dann muss ich mal selber irgendwie meine Kohle machen und das ist ein bisschen lästig. Muss man dazu sagen. Das sollte dann vielleicht sogar schon für die ersten Kämpfe reichen. Schau mal. Jo, das reicht. Auf jeden Fall. Viel Kohle drin. Blödsinn. Holz drin. Da nur Holz, das ich nicht verhatzen will. Und da habe ich auch nur mal Spezialholz drin. Wobei. Ich könnte sogar noch Special Cannons herstellen. Wenn sich smartsmäßig ausgeht, tue ich. Mal schauen. Haben wir schon einiges an Kohle auch angesammelt. Der hat auch schon brav verhatzt. Wo verbrennt man denn am besten eigentlich das? Das muss ich auch mal rausfinden. Wo man verbrennt man am besten das Holz? Um im Endeffekt. Um im Endeffekt. Das meiste raus. Flint. Der Flint. Nicht sein, oder? Hat doch schon wieder. Ja, das sollte reichen. Das Schwierige wird eher die alle rübertragen. Alleine die sind etwas auch zeitaufwendig, sag ich. Gut. Versprechen. Beim nächsten Part, wenn Tarek nichts anderes vorhat, meinerseits. Ausfahrt mit der Kampfgalon. Voll bestückt, bis an die Zähne bewaffnet. Ich baue sogar eine Swivel Gun drauf, einfach nur aus Lust und Laune. Auch wenn die nicht wirklich nützlich ist, aber ich baue eine drauf. Das einzige, was an dem Ding nicht Kampf ist, sind die Diving Attachments, aber da Kampf ja insofern heißt so viel wie Loot und Diving Attachment mit Tauchen Loot bedeutet. Sag ich mal, Loot. Gut, dann danke fürs Zuschauen, freut mich. Jedes Mal wieder, wie jeden, der zuschaut, jeder Abonnent ist ein toller Mensch mehr, der mir gerne zusieht oder ab und zu zusieht und ich freue mich und weiß, dass die ganze Arbeit, das stundenlange Schneiden und alles nicht ganz für die Katze war. Man freut sich echt drüber und ich mache das auch aus Spaß, weil ich ja im Endeffekt gerne Computer spiele. Ich bin Zocker mein Leben lang, ich werde es auch weiter sein, es kommen auch neue Games, ich probiere gerne Spiele durch. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn es dann irgendwie ansieht, dass es nicht ganz nur so Zeitverschwendung war.
Danke euch. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, habt viel Spaß, genießt euer Leben. Schaut's wieder rein. Und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ciao.